Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Chatra Rezept aus dem Maghreb. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute machen wir Vol-au-Vent zusammen. Das sind Blätterteigpasteten mit einer Hühnchen-Oliven-Tagine. Vol-au-Vent ist ein Gericht, das wir sehr gerne zu Ramadan essen. Und es ist wirklich super einfach in der Zubereitung. Alle genauen Mengenangaben zu diesem Rezept findet ihr auch unten in der Infobox. Und bevor wir loslegen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr dies noch nicht gemacht habt. Ihr benötigt für die Zutaten ein Glas grüne Oliven. Die Oliven werden nicht separat gekocht, daher ist es sehr wichtig, dass ihr die Oliven sehr gründlich abspült, also am besten 2-3 Mal durchspülen. Dann benötigen wir noch 2 Karotten in Scheiben geschnitten, eine große Zwiebel fein gehackt sowie 2 große Knoblauchzehen, 1 bis 2 Hähnchenkeulen, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und einen halben Teelöffel Kurkuma. Wir brauchen auch noch 1 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Butter oder Margarine. Außerdem benötigen wir noch unsere Blätterteigpasteten. In einer Packung waren bei mir nun 6 Stück enthalten. Wir erhitzen nun die Butter und das Öl in einem Topf und braten darin das Hühnchen von beiden Seiten an, bis es eine schöne Farbe erhalten hat. Nun geben wir die fein gehackten Zwiebeln, die 2 Knoblauchzehen sowie das Glas grüne Oliven dazu und lassen das Ganze 1-2 Minuten anbraten. Da wir die Oliven nicht separat in Wasser gekocht haben, enthalten diese noch sehr viel Salz, was wir natürlich für unsere Soße haben möchten. Daher achten wir später, wenn wir separat noch Salz mit hinzutun, dass es nicht zu viel ist. Lieber etwas weniger und dann nachsalzen. Jetzt geben wir auch den halben Teelöffel Salz, den halben Teelöffel Pfeffer sowie den halben Teelöffel Kurkuma mit hinzu und die Karotten und lassen das Ganze auch nochmal so 1-2 Minuten anbraten. Anschließend werden wir das Ganze mit 1 bis 1,5 Liter Wasser aufgießen und das Ganze ca. 30 bis 40 Minuten kochen lassen, bis das Hühnchen durch ist. So sieht die Soße aus, wenn sie fertig ist. Unser Hühnchen ist durch, sowie unsere Karotten als auch unsere Oliven. Und wir haben natürlich noch genügend Soße übrig, die wir später noch für unsere Pasteten brauchen. Jetzt richten wir unseren Teller an. Dazu legen wir uns unsere Pasteten auf einen Teller und drücken die Mitte etwas ein. Die Pasteten befüllen wir nun mit unserer Soße, den Oliven und den Karotten. Jetzt geben wir das Hühnchenfleisch mit dazu und übergießen alles noch mit unserer Soße. Geschmäcker, die mögen es, wenn die Pasteten noch etwas trocken bleiben. Und andere wiederum mögen es, wenn die Pasteten sich schön mit Soße vollsaugen und dadurch weich werden. Wenn ihr wollt, dass die Pasteten weich werden, übergießt sie mit reichlich Soße und lasst sie dann auch noch ein paar Minuten ziehen. Und dann sind wir auch schon fertig. Alternativ könnt ihr Vol-au-Vent auch mit Rindfleisch zubereiten. Das schmeckt genauso gut. Ich hoffe sehr, mein Video zur Zubereitung von Vol-au-Vent hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like und wenn ihr keiner meiner Rezepte mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch einen wunderschönen Ramadan.